und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Heute erzähle ich euch mal wieder etwas über ein Buch, über einen Thriller von S.L. Gray. Und zwar Das Apartment ist erschienen im Heine Verlag. Hat, glaube ich, ungefähr 150 Seiten. Ja, 133 genau. 135 genau. Und kostet 12,99 €. Das ist so eine Klappen... Broschüre, so ein Paperback. Ja, ich finde allerdings diese Aufmachung von dem Cover ein bisschen, das ist so weich, matt irgendwie, und wenn man das eben liest und drauf rumtätscht, dann kriegt das so Fingerabdrücke, seht ihr das? Und schaut da ein bisschen schmuddelig aus, obwohl ich es ganz gut behandelt habe, und das finde ich irgendwie nicht so gut. Das Cover ist ganz einfach, man sieht einen Hausschlüssel, das so ein bisschen blutig ist. Ja, ob das jetzt Blut darstellen soll, ja, vermutlich. Ganz schlicht gehalten, ganz einfach gehalten, finde ich ganz okay. Ja, worum geht es um diesem Buch? Es geht um das Ehepaar Mark und Steph. Die beiden haben ein kleines Kind, ein zweijähriges. Und bei denen wurde vor kurzem eingebrochen und... sie fühlen sich seitdem, bröckelt es in der Ehe, sie verstehen sich nicht mehr so gut, sie sind nicht mehr so leidenschaftlich miteinander, weil sie auch beide mit diesem Einbruch eben zu kämpfen haben, beziehungsweise an diesem Einbruch zu knabbern haben. Die beiden sind auch sehr knapp bei Kasse und kommen dann auf die Idee, Apartmenttausch zu machen. Das heißt, sie suchen sich irgendeine Urlaubsstadt aus, wo sie gerne Urlaub machen möchten, und tauschen dann Apartment, und die anderen wohnen dann quasi bei ihnen. Die beiden reisen also von Australien nach Paris, und alles klingt ganz toll. Ja gut, wo soll man auch sonst Urlaub machen, wenn nicht in Paris, um eben die Ehe wieder aufleben zu lassen. Organisieren auch einen Babysitter für die Kleine, und alles ist geritzt. Jetzt ist aber das Apartment überhaupt nicht so, wie die beiden sich das so erträumt haben und ausgedacht haben. Nein, das ist eine totale abgeranzte Schmuddelbude vom Feinsten. Es stinkt da drin, es ist abgefuckt da drin, keine Ahnung. Also da möchte man einfach nicht wohnen in dieser Bude. Das Haus ist auch ziemlich unheimlich, und am unheimlichsten wird es, als der Mann, also Mark, dort Haare findet im Schrank, eimerweise Haare, Eimer mit Menschenhaaren drin. Da wird es schon wirklich echt gruselig. Und mehr kann ich euch auch nicht verraten. Mehr steht auch nicht auf dem Klappentext, und das ist auch gut so. Ja, man will ja nicht spoilern. Ich habe mir von diesem Buch wahnsinnig viel versprochen. Erstmal so zum Aufbau. Es geht echt richtig spannend und interessant los. Man will wissen, was ist mit den beiden passiert. Wie verbringen sie ihren Urlaub da? Was ist in dem Haus passiert? Was hat es auf sich? Der Schreibstil, das ist immer so im Wechsel geschrieben. Also Mark erzählt aus seiner Sicht und Steph erzählt aus ihrer Sicht. Und so wechselt sich das immer so ab. Sie haben ja auch verschiedene Dinge erlebt bzw. wahrgenommen. Und die erfahren wir dann immer so parallel. Also die Geschichte schreitet so voran. Ja, das ist der Anfang und das Ende. Ist auch das einzige Positive an dem Buch, weil ich muss wirklich sagen, ich habe mich durch dieses Buch gequält. Erst dachte ich so, weil ich nicht so viel Zeit zum Lesen habe, oder nicht so, dass ich deswegen nicht vorangekommen bin. Aber nee, ich hatte nicht so viel Lust, einfach weiterzulesen, weil es einfach nicht spannend war. Das war so gähnend langweilig. Es ist irgendwie nichts vorangegangen. Das wurde alles so ausgemerrt, und... es war so viel, der Schreibstil war nicht schlecht, der Aufbau der Geschichte war eigentlich nicht schlecht, also dieses im Wechsel immer. Und es hätte so viel Material gegeben, um da Spannung reinzubringen, aber es ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also es war wirklich, wirklich recht langsam, langweilig. Wäre der Schreibstil nicht so leicht und einfach zu lesen gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich abgebrochen, obwohl ich eigentlich ganz selten Bücher abbreche. Aber das konnte mich leider überhaupt nicht begeistern. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal was von dem Autoren gelesen? Da gibt es noch einen Vorgänger, glaube ich. Ja, ich verstehe auf jeden Fall nicht, warum Spiegel-Bestseller... ach, Spiegel-Bestseller-Autor. Okay, das heißt nicht... also das Debüt von dem Autoren habe ich nicht gelesen, also dem Vorgänger. Aber ja, es klang halt auf dem Klappentext wirklich, wirklich richtig, richtig spannend. Und ich habe gedacht, ja, gut. So wie dazu. Die Kapitel an sich, die waren immer recht lang, und
ich habe so viele Vermutungen und Verdächtigungen gehabt in dem Buch und ich dachte, da passiert jetzt was und man hat gedacht, dass jetzt auch was kommt. Aber diese Rückreise auch von den beiden, das hat sich alles so in die Länge gezogen, wie ein Kaugummi. Ja, also die Idee war gut, aber dann hat einfach die Füllung gefehlt, so auf die Art. Ich weiß nicht, habt ihr das Buch schon gelesen? Habt ihr es noch vor? Würde mich mal interessieren. Und ja, dann würde mich auch mal interessieren, welches das langweiligste Buch bei euch in letzter Zeit war. Ja, wenn euch die Rezension trotzdem gefallen hat, gebt mir doch bitte gerne einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, ich kann auch mal ein negatives Buch euch vorstellen. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und lest bitte was Spannenderes als ich.